meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen Video. Heute kam unser Bett und der Tag war dann doch anders geplant als eigentlich geplant. Es hätte viel später passieren sollen. Eigentlich hätte ich im Vorfeld meine Arbeit gemacht, aber es hat nicht funktioniert und das Bett wurde dann schon gegen Mittag. Die Aktion Bett hat schon mittags gestartet. Und jetzt kann ich erst um 16.44 Uhr was aufnehmen. Und da es für ein Matchmaking nicht reicht, mache ich Folgendes. Erstens mal nochmal vielen Dank an Reifezeit für die Mac10 Stalker. Er hat uns die rausgehasselt und noch diverse Sachen. Also viele haben gestern Trades rausgehauen in den im Stream. Vielen Dank dafür. Und ich werde jetzt diese Stalker im Deathmatch spielen auf das 2. Und gewinnen! Live! Aber nicht, dann halt nicht, ne? Aber ich kann jetzt heute auch nichts schneiden. Also ich drücke hier auf Aufnahme und jeder Huster, jeder Furz ist aufgenommen. Also von daher kann ich nichts rausschnibbeln. Macht euch gefasst. Jetzt habe ich voll mit der Katze gespielt, direkt. Die ist natürlich sofort aufs Bett gegangen. Und da hat sie mich echt böse erwischt, die kleine Nudel. So richtig in den kleinen Finger, also es blutet nicht. Aber sie ist mit der Kralle so unter die Haut, wisst ihr? Und hat mich dann so festgehalten. Da war es ein bisschen grob. So. Konzentration, live win incoming, mit normaler Maus und ich will letztes Mal mit der Gammelmaus. Only Mac10. Ich hoffe, ich treffe nicht nur auf AWPler. Soll auch mal ein paar Leute, die, ich sag mal, ja, Ehre haben, ne? Das sieht nämlich aus. Leute, die durchgehend mit AWP spielen, im Deathmatch kommen. Das ist level. Ich meine, die paar Male, in denen ich Deathmatch gespielt habe, auch für Videos, habe ich immer Random Weapons on. Damit man erstens mal alles Mögliche so ein bisschen spielt. Finde ich es nicht schlecht. Und zweitens natürlich, damit es nicht langweilig wird. Weil nur mit AWP oder M4 macht jeder den. Oder ist der erste Platz nicht allzu schwer einzufahren. Aber wenn man Random Weapon anhat, dann hat man da eine kleine Challenge. Warum hat der erste schon 90? What the fuck? Ich meine, gut, ich spiele jetzt auch immer nur eine Waffe. Haha! Oh, Leggy weg! Alter, was war mit dem Lag los? Soll ich mal so einen Schneeball auf euch werfen hier? Laufboys! Ha! Und er. Ah! Sir? Ich geh jetzt direkt. Da ist einer! Nicht! Okay, das werde ich. Ich glaube, das kann ich vergessen, den ersten Platz zu machen. Aber egal. Geiles Ding, oder? Richtig, richtig krasse. Richtig krasse. Erik. Es war sogar ein Bot! Sind hier überhaupt Mates? Sind hier überhaupt Gegner am Start? Sind hier Menschen am Start? Zählen Bots, wenn man einen Bot killt, kriegt man dann überhaupt hier Punkte? Ah, leck mich doch. Oder ist es so wie bei Star Trek auch, dass es nur zählt, wenn du. Ach, another bot. Jetzt kommt aber die Kill! Dass es nur zählt, wenn du ein Mensch knödelst. Und nicht, a machine. Ich hätte gern bitte einfach normale Gegner, die rumrennen, wild, und nicht wissen, wo oben und unten ist, so wie er hier. So will ich das haben, bitte. Dankeschön. 30 Punkte und der andere hat 127. Das könnte ein Weilchen dauern, bis ich hier den ersten Platz einfahre, wenn überhaupt. Hühnchen, bleib bei mir. Okay, gut. Ja, das sind drei. Das sind drei. Nice. Another way. And another way. Nee, ich hab nur einen gekriegt. Nee, doch, ich hab beide. Da ist doch einer, oder? Ah, jo. Ach, Schissel. Gut, ich komme langsam näher. Oh, Bot! Gib mir einen Insta-Headshot, Allah! Frech ist das, bitteschön. Sofort stehen bleiben. Meins. Oh, leck mich doch. Desiree. Muss doch. Oh, das ist ein Feind. Nicht. Ich brauche die ganzen Kills! Kann ich voll vergessen. Noch nicht mal die Hälfte vom ersten. Knapp. Ja, wie ist es bei euch so ergangen? Ich finde es natürlich edel, dass wir jetzt endlich unser Bett haben. Ihr habt ja, beziehungsweise die es mitbekommen haben, wissen, dass es eine ganz schöne Tortur war. Mit dem Bett, also bis wir überhaupt eins hatten. Wir haben jetzt sehr, sehr lange im Wohnzimmer gepennt auf unseren alten Matratzen. Und ist natürlich auch nicht optimal, ne? Klar. Ach, leck mich doch. Das war echt wieder ein Killstil. Um Gottes Willen. Bin ich irgendwie online und ihr spielt gerade mit mir und ärgert mich? Kann das sein? Spielt er gerade mit und lauft einfach bei mir mit? Ihr Säcke? Wollen ich hatten das schon, als wir bei ihm im Stream versucht haben, die Mission zu machen. Kam Demi nach. Und Don Todd, glaube ich, auch. Und haben sie. Also, Demi hat versucht, uns das Leben schwer zu machen. Don Todd nicht. Aber Demi ist gemeinerweise mit uns mitgerannt. Beziehungsweise hat sich uns halt einfach in den Weg gestellt, sozusagen. Ja, das ist ganz klar frech. Also, als Community spielt man gemeinsam für den Sieg. Und ist halt einfach cool, ne? So, das ist meine Meinung.
Ne, war natürlich auch nur so im Spaß. Es waren nur ein paar... Santa, what the fuck, dude? Es waren nur ein paar Runden, in denen das so gelaufen ist. Also, ja, auf Nuke war das, wo man Spray-Logos machen musste in die, wo man Spray-Logos machen musste, die musste man erstellen. Und die musste man dann, glaube ich, außen irgendwas sprayen als T. Und als CT konntest du dein Spray-Logo dann bei den Tees irgendwo reinsprayen. Und, Santa, bitte stirb zuerst. Du Vorkrieg, du Beschissener. Nein, Kilian, du Sack! Ich bin aber auch ein Profi mit der Mac-10, ne? Ich weiß nicht, wie die sprayt, keine Ahnung. Ich, MPs, ne, spiele ich nicht allzu oft. Also ich meine, auf Close Range geht natürlich damit dann schon, kann man schon was machen. Aber auf eine gewisse Distanz ist es, ich meine, das haben MPs ja auch so an sich, ja. Aber wer oft mit der MP spielt, weiß sicherlich auch, wie das Pattern der Waffe ist. Okay, das kann ich leider ganz leicht vergessen hier mit dem Wiener Ruini, oder vielleicht doch nicht. Santa Bobanta, hör doch mal auf, mich andauernd zu killen. Ich mache vielleicht gerade ein Video. Killt mich der Bot. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist nicht weihnachtlich. Wenn ich... Oh, da kommt gleich einer auf mich zugelaufen. Bitte, 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 bitte. Ja, danke. Du bist so voll. Santa. So ein richtig verkackter Mall-Santa. Nein, 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 nein. Shit. Ich hab's gerochen. In Triple, beziehungsweise nicht wirklich Triple. Stehen geblieben, Vogel. Ich wechsle zu schnell die Waffe. Nein, Bot, nein. Wie er da steht. Hallo. Oh, shit. Nein, 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 nein. Hör auf, Bot, hör auf. Erich, stop it. Ach, ja. Also die MP hat es auf jeden Fall verdient, bespielt zu werden. Ist ein leckeres Teil. Wird es dann sicherlich auch, wenn ich sie ein bisschen bespielt habe. Ich meine, die hat jetzt ja eh erstmal Trade-Sperre. Wird es sicherlich auch in einem Giveaway geben. Haha. Ich habe dich genau gehört. Pisspantoffel, warum spielen sie denn auch nicht? Ach, gibt es eine Mission? Nee, oder? Gibt es eine Only-Negev-Mission vielleicht? Ich meine, an sich sind Negev-Gegner natürlich angenehmer als jetzt jemand mit einer MP oder so. Aber, ja, ne? Die rusen dich trotzdem ziemlich hart um. Sofort aufgehört, Santa, danke. Ja. Gut, aber es wird, denke ich... Alter, Erik! Ist in mir gespawnt, oder? War der da gestanden? Ich habe ihn nicht gesehen. Er war gedeckt. Leggy leckt. Manchmal leckt es einfach kurz. Nett mit mir, Fräulein. Emonies! Ach, ist doch scheiße. Kann man voll... Nein. Are we? Krieg ich Punkte, wenn ich einen Assist mache? Nee, ne? 306. Assists habe ich ziemlich schon ein paar eingefahren. Ah, 3. Das ist ja nicht sonderlich überragend. Sag mal, ich spiele aber auch echt fast nur Bots mit. Da war kein Bot. Ich versuche jetzt noch da in der Mitte ein paar zu klatschen, aber da... Es sind so viele Mates. Ich brauche mal mehr Gegner, weniger Mates. Die regeln ja alles weg, die Säcke, mit ihren Negevs. Ich bin alle Negev. Also Negev ist hundertprozentig irgendeine Mission hier. Ich krieg ihn schon wieder geklaut, ne? Gut, ich hätte ihm den Kill ja viel mehr geklaut, aber trotzdem. Könnt ihr mich nicht ein paar Mal durchlassen? Keine Gegner. Hallo! Ein Foto kommt natürlich noch. Vom Batterini, Bambini. Hinter mir ist auch einer mit einem 4, okay. Ja gut, habe ich gesagt, ja das habe ich. Komm, wenn ich jetzt am laufenden Band Gegner krieg, dann könnte es was werden. Dann könnte es echt was werden. Nein, Killsteal schon wieder, ich brech. Ich brech! Also da hat er mich aber off guard erwischt, der Drechse. So, so ein bisschen auf. Hat er eben Penis gesagt. Okay gut, da muss ich mal eben reinmuten. Big Cock. Wow! Boah, Tony, jetzt hör auf, Tony Chocoloni. Wie er mich wieder weg AUPen wollte. Nein. Nein. I can't believe it, dude. Komm, ich muss zumindest in die Top 3. Auf! Hopp jetzt! Hühnchen. Follow me. Das kann so nicht wahr sein. Das kann nicht angehen. Go, 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 go. Geh weg! Nein, du dreckiger Hund! 6 Kills, diese. Ich rasch aus. Hallo, Ace. Boah, dann kriege ich aber auch die Klatsche des... Nein, Tony, beruhig dich bitte. Okay, ich wollte gerade sagen, das war kein Killstil, den habe ich einfach... Nein, nicht davonlaufen. Don't run away, don't. Er springt mit der Negev drüben, Wahnsinn. Ist es gerade irgendeine Mission am Start, kann das sein? Eine Negev-Mission?
Weil alle halt echt, oder viele mit, obwohl ich auch einige AKs. Oh. Ah, ich wollte gerade sagen, will er nicht anfangen zu aimen und dann fängt er wirklich an zu aimen, der Lurch. Nein. Wiggledy, Bubi, spray die! Ja! Spray gemeistert! No. Ich hätte jetzt bitte gerne ganz viele Gegner. Los. Oh shit. Ich schaff es nicht mal die Top 3. Hopp. Komm. Jetzt 40 Gegner vor mir. Alle nicht in meine Richtung schauend. It's too late, my boys. It's too late. 1. 39. Komm. Naja, vierter Platz. Was soll's. Webmaster, Pain Tray. Der macht's richtig. Schön mit Ding spielen. ihr wisst schon, random on. Leute, das war's soweit, ne? Guckt euch das gute Stück nochmal an. Hier ist sie, da ist sie. Zack. Geil, oder? Wirklich, wirklich geil. Die kann nichts dafür, dass ich jetzt so Bett abgeschnitten habe. Der Skin kann nichts dafür. Guck mal da. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Haben sie im Stream schon gesagt. Ja! Soweit, so gut. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder im Video. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für die Likes, für die Kommentare. Im Moment kommen auch wieder einige Subs rein, wobei ich glaube, die meisten durch die Tutorials reinkommen. Ja, naja, was soll's. Haut rein. Wir sehen uns morgen wieder Livestream. 18 Uhr. Ciao, ciao.